Ja, moin, herzlich willkommen. Es gab zuletzt viele Rollenspielvideos, jetzt gibt es auch immer mal wieder mehr Bücher und vor allem auch Spielevideos. Wir kommen wieder mehr zum Spielen und ich bin einigermaßen zum Lesen gekommen und dann widme ich mich mal meinem momentanen absoluten Science-Fiction-Lieblingsautoren, John Scalzi, Entschuldigung, und seiner Das Imperium der Ströme Trilogie. Das Imperium der Ströme gab es oder gibt es drei Teile. Das ist der erste Teil Kollaps, dann ist der zweite Teil Verrat und dann der letzte jetzt Schicksal. Ich hatte, glaube ich, nach dem ersten hatte ich schon, glaube ich, ein Video gemacht. Oder was nach dem zweiten? Ich weiß es gar nicht. Ist auch egal. Verlinke ich aber auf jeden Fall nochmal, damit man so ein bisschen, da gebe ich eine ziemlich tiefe Inhaltsangabe nochmal. Ich fasse kurz das Grundproblem der Menschen in dieser Science-Fiction-Welt zusammen. Das Imperium der Ströme ist ein Imperium, was sich weit über die Galaxie verteilt und das ist über sogenannte Ströme verbunden, durch die Raumschiffe fliegen können. Die sind sehr gefährlich, aber das ist ein guter Weg von A nach B und zurück. Und all diese Welten haben ein Problem im Jetzt. Sie sind so aufgebaut, dass sie nicht alleine überleben können. Das heißt, es sind Fabriken für irgendwas, es ist also ein Import-Export-Geschäft. Das ist auch gewollt so gemacht. Es gibt große Gilden, Adelshäuser, die das alles kontrollieren, jede Welt. Und die geht maximaler Profit. Und ja, damit viel gerechnet, aber nicht damit, dass diese Ströme zusammenbrechen. Und das lässt sich vorhersagen, das passiert irgendwann in der Zukunft und mal ganz schnell, mal weniger. Und es lässt sich dann sagen, oh, es läuft auf eine Riesenkatastrophe zu. Und da gibt es dann so eine Imperatox, so in diesem Fall. Sie ist es nicht ganz am Anfang, aber in diesen Spoiler setze ich mal, wer das sich jetzt entschließt zu lesen. Ich versuche so wenig wie möglich zu spoilern. Ist Greyland die Zweite, die sitzt so offiziell an der Spitze und versucht da ein bisschen gegenzusteuern. Aber es gibt, und das ist wirklich, also es ist jetzt, dass ich den dritten Teil beendet habe, 2 Wochen her, 1,5 Wochen her. Und ganz, ganz fiese Namensgebung von dem Guten. Diese Häuser, die haben so fiese Namen, dass man Nohamepetan zum Beispiel. Ja, das ist also wirklich etwas schwierig, wenn man drin ist, ist ganz gut, aber jedes Haus hat auch noch zum Großteil, also die sind so ausgearbeitet, ich meine, das ist ja noch nicht so dick, was ich hier habe, aber was hier an Hintergrundwissen des Autors drinsteckt, um diese Welt so rund zu machen, Wahnsinn. Also allein kann immer so 10, 15 Leute sein, die immer wieder vorkommen. Da er sich einzelne Planeten nimmt, da spielt das ab. Es gibt ganz viele Intrigen, es gibt aber auch direkte Aggression. Es gibt den fortwährenden John Scalzi-Humor. Es gibt das fortwährende, deftige John Scalzi-Sprache. Es gibt einen Charakter, der das Wort mit F mindestens 483 Mal allein im dritten Band sagt. Und es ist einfach Wahnsinn. Gibt viele Charaktere und das kann Scalzi immer. Ich glaube, schert ihn nicht so, wie es um seine Charaktere läuft. Also man darf sich nicht zu sehr in jemanden mögen. Es kann hier immer schnell zu Ende sein bei Scalzi. Aber, und das finde ich auch ganz toll, und das kommt in jedem Band so ein, zweimal vor. Das hat immer auch so einen ganz, ganz versteckten Tiefgang, wo er dann doch mal ausholt und 10 Seiten auf einmal so ein kleines Essay, zum Beispiel jetzt im letzten Mal über die normalen Bürger, wie die das eigentlich sehen. Und das erklärt er so ganz, ganz nüchtern. Und ich denke, eieiei, du hast ja Gedanken gemacht, so wie deine Zukunftsversion aussieht. Und total durchdacht. Und diese 3 Bände, ich habe mich so 50 Seiten vom Ende, ich habe erst überhaupt relativ spät, ich dachte, es gibt mehr Bände. Und ich glaube, wie es bei Scalzi auch immer ist, wird es noch so ein bisschen, oder es ist immer, aber das kann also ein bisschen Material hierzu wird es auf jeden Fall noch geben, da bin ich ziemlich sicher. Der brutal brillant lese ich gerade, ja, es kann auch sehr brutal sein. Dachte, hör, jetzt geht's zu Ende und er hat einen super Weg gefunden, das abzuschließen. Ich war ziemlich begeistert. Wäre ich nie drauf gekommen, wirklich so das alles zusammenzudampfen und ein rundes Ende zu verpassen und das ist ja oft bei sowas, gerade Science Fiction, du schaffst dir dieses Riesenproblem, das hatten wir bei Hamilton immer, der wie heißt denn das? Wo jeder Mensch, der stirbt, ein Untoter wird. Fantastische 7 Bände. Und irgendwann hat er scheinbar selber gemerkt, oh du Jemine, die Katastrophe ist so groß, das kriege ich niemals wieder hingebogen, das geht ja gar nicht. Und dann wird es ein bisschen abstrus und
Das ist hier einfach ganz anders, weil er geht so wirklich so komplett logisch daran und findet eine Lösung für alles, die mich total zufriedengestellt hat. Und ja, da ist dem Thor Verlag, mit dem, dass sie sich John Scalzi geholt haben, wirklich was richtig Gutes gelungen. Übersetzungen gefallen mir super, absolut rund. Und also nochmal inhaltlich, also dieses ganze Universum, wie das aufgebaut ist, total neu. Na klar, diese Tunnel von A nach B, die gibt es, und Portale habe ich alles schon gelesen. Aber trotzdem, so wie er das beschreibt, wie er es aufbaut, mit den großen Adelsfamilien und dieser Imperatox da drüber, die aber auch aus einer Adelsfamilie kommt, und wie das dann mit dem Heiratssystem da funktioniert. Und ja, es ist einfach super komplex, dabei super einfach zu lesen. Es ist spannend, es ist derb, es ist brutal und einfach. Und da stimme ich auch Booklist zu, wer immer das auch ist. Es ist brillant. Für mich eine klare 10 von 10. Und wer Science Fiction liebt, der sollte das Imperium der Ströme einfach gelesen haben. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. In diesem Sinne, wann immer das jetzt hier seht, ich wünsche euch noch einen guten Morgen, Mittag, Abend oder gute Nacht und hoffe, man sieht sich hier mal wieder. Auf Wiedersehen.